Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir mal über die Actionkamera von Xprotec. Die wurde mir für diesen Test zur Verfügung gestellt und ich möchte heute darüber sprechen, was die Kamera kann, was sie vielleicht auch nicht kann und warum sie doch für den einen oder anderen vielleicht ganz sinnvoll wäre. Also viel Spaß. Actionkameras gibt es jetzt seit vielen Jahren auf dem Markt und inzwischen gibt es auch nicht nur billige Fernostproduktionen, schon auch echte Alternativen, wie zum Beispiel von DJI oder aber auch von Xprotec. Die sind jetzt noch nicht so ganz bekannt, aber ich finde das, was sie bieten für die um 100 Euro, sehr nennenswert und vor allen Dingen auch sehr spannend für all diejenigen, die so eine Actionkamera echt nur ein, zweimal im Jahr benutzen würden oder für ein spezielles Projekt und jetzt nicht unbedingt GoPro-Features bräuchten. Und für die ist die Kamera auf jeden Fall schon mal lohnenswert anzuschauen, weil ich der Meinung bin, dass du dafür einen schmalen Geldbeutel echt viel Videofunktionalität bekommst. Zum einen ist der Lieferumfang, damit fangen wir an, schon sehr enorm. Also du bekommst eine Fernbedienung dazu, du bekommst einen zweiten Akku, du bekommst eine ganze Menge, ich habe das gerade hier vorhin ausgeschüttet, eine ganze Menge Zubehör, also tausende Adapter zum Befestigen der Kamera, du bekommst so einen Gurt, um sie nochmal an der Brust festmachen zu können oder am Kopf. Du bekommst verschiedene Aufsätze für Stative oder auch für die Saugnapffähigkeit, wenn du sie irgendwann an die Scheibe festmachen möchtest und. Und natürlich auch, ich lege das mal alles zur Seite hier, und natürlich auch so ein hartes Case für den Unterwassereinsatz. Die Kamera ist bis 40 Meter wasserdicht, laut Beschreibung. Getestet habe ich das Ganze natürlich noch nicht, aber werde ich noch tun. Und sie lässt sich auch über dieses Case dennoch bedienen. Also das ist auch wieder GoPro-ähnlich, wo du die drei Knöpfe hast, dementsprechend zum Einschalten, Ausschalten, Aufnehmen, Stopp und die grobe Menüführung. Du hast den Vorteil, dass du hier auch ein Frontdisplay hast. Du hast also nicht nur hinten das Display, sondern auch vorn, ähnlich wie bei der DJI. Und du hast auch die Touch-Funktionalität. Das heißt, du kannst hinten auch per Touch alles am Display einstellen. Finde ich sehr gut. Außerdem hast du die Möglichkeit hier mit Speicherkarten natürlich nicht nur intern, sondern auch auf Speicherkarte aufzunehmen. Du kannst per USB auch das Ganze verbinden. Bislang macht das Ganze einen sehr guten Eindruck. Erweitern kannst du das Ganze nicht, also nicht wie bei der Insta360, wo du verschiedene Module ranbauen kannst. Das geht leider nicht. Aber mit der eingebauten Festbrennweite, die einen guten Weitwinkel-Look erzeugt, sollte das Ganze eigentlich recht gut funktionieren. Das ist ein bisschen weitwinkliger als bei der GoPro, finde ich. Aber so vom normalen Film- und Fotolook sollte das Ganze ausreichen. Für um die 100 Euro darfst du natürlich in der Verarbeitung keine Wunder erwarten. Also das Ganze ist jetzt kein hochfestes Kunststoff oder schlagfestes Glas hinten dran, sondern das Ganze ist alles normales Plastik und hat mit Sicherheit auch eine begrenzte Lebensdauer, das muss ich gleich dazu sagen. Also ich denke, für den Urlaub oder wenn du mal irgendwo einen Trip machst und brauchst mal eben eine Actioncam mit 4K und ja 60 FPS, dann könnte das auf jeden Fall die Kamera deiner Wahl sein, weil du dann keine zig hundert Euro für eine GoPro ausgeben musst. Aber wie gesagt, eine Langlebigkeit, das stelle ich mal so ein bisschen in Frage, das bezweifle ich bei dieser Kamera. Ich denke, die wird dann ja irgendwann auch dann zeigen, dass sie eben nicht so gut verarbeitet wurde. Aber bis dahin wird sie mit Sicherheit auf jeden Fall das bringen, was sie kann. Und ich schalte sie jetzt mal für euch hier ein, nehme sie mal aus diesem Case raus. Und eingeschaltet wird sie hier oben an diesem OK-Knopf. Und dann ist sie auch schon eingeschaltet. Ja, und was du siehst, ist das Display hinten. Ich drehe das mal so rum, dass du das sehen kannst. Also du siehst, es hat schon einen ordentlichen Weitwinkel-Look, der dann dementsprechend auch für Verzerrungen am Rand sorgt. Oder wenn du das Ganze ein bisschen komisch neigst oder schwenkst, dann hat es natürlich den dementsprechenden Look. Das Ganze verzerrt sehr schnell, also darauf solltest du achten. Alles, was nah dran am Objekt und beziehungsweise am Objektiv ist, das wirkt auch viel größer in der Proportion. Also Hände, Nase oder Arme, Oberkörper, die wirken dann dementsprechend verzerrt, wenn du näher dran bist oder wenn sie am Rand stehen. Auch in der Landschaft kann das ein Thema sein, wenn du zum Beispiel unter Wasser filmst und dann die Wasseroberfläche drauf hast, meinetwegen im Hintergrund noch Berge in der Skyline, dann kann das auch ein Thema sein, wenn das Ganze entweder verzerrt oder nicht ganz exakt gerade austariert ist, dann kann das natürlich ein bisschen verzerrt am Rand gerade aussehen. Aber hochprofessionell sollten wir das Ganze jetzt nicht betrachten, das ist glaube ich eher das Budget, was so im Bereich Spaß liegt und weniger im Profi-Segment. Du kannst hinten über den Touchscreen auf jeden Fall hier alles Mögliche einstellen. Ich zeige das mal hier. Du kannst deine Video-Frames einstellen, also 30 FPS, 60 FPS, 2,7K kannst du auch einstellen. Du kannst dir den Bildstabilisator auch noch einstellen, den elektronischen. Es hat einen elektronischen Bildstabi, den kannst du an- und abschalten. Eine Verzerrungskorrektur kannst du einschalten. Der Weißabgleich liegt hier bei mir auf Auto.
Den kannst du aber auch auf Sonne, bewölkt und so weiter stellen. Das funktioniert auch recht gut. Nachschärfen kannst du, die Videoqualität kannst du auch in drei verschiedenen Stufen einstellen. Von niedrig, mittel bis hoch. Du kannst, ich swipe mal gerade kurz hoch, du kannst natürlich auch den Videoton ein- oder ausschalten. Ja, das ist so die Sache. Also wenn du damit Ton aufzeichnen möchtest, wird es mit Sicherheit nicht die beste Qualität haben. Aber im Freizeit- und Urlaubsbereich wird es auf jeden Fall reichen. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, die auch die Bildrotation auszuschalten. Das heißt, das Bild kippt dann nicht, wenn du mit aufnimmst. Das sind sehr, sehr coole Features. Da muss ich sagen, das sind Funktionen drin, die machen durchaus Sinn. Besonders hervorheben muss ich, weil das ist in diesem Preissegment oftmals nicht so einfach mit dabei. Du kannst die Sprache auf Deutsch stellen. In der Regel ist das ja auf Englisch oder auf Chinesisch. Du kannst sie sogar auf Deutsch stellen, das finde ich sehr gut. Du kannst auch diesen komischen Ton ausschalten. Die Kamera macht seltsame Geräusche, wenn du sie quasi bedienst. Die habe ich mir ausgeschaltet, weil es nervt und auch komisch und billig klingt. Du kannst den Bildschirmschoner einschalten, dementsprechend ein- oder ausschalten, 1 Minute, 30 Sekunden und so weiter. Und du kannst Fotos bis zu 20 Megapixel groß aufnehmen. Das heißt, das ist schon eine ordentliche Auflösung. Auch da dürfen keine Wunder erwartet werden. Das ist weder ein großer Bildsensor drin, noch eine sehr hochwertige Signalverarbeitung. Aber für den einen oder anderen Schnappschuss neben den Videos ist es auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, wenn du sowieso die Kamera eingeschaltet hast, dann hier mal ein Foto zu machen. Mit dem Weitwinkel-Look, wie gesagt, das sieht dann natürlich so aus, wie es aussieht. Das möchte ich aber gar nicht schlecht reden, weil es einfach so ist. Und wer gerade in der Freizeit ein bisschen Spaß damit haben möchte, kann damit auch einen Schnappschuss machen. Ich denke, wenn ich jetzt ein Foto mache, wo es drauf ankommt, würde ich dann eher dann die richtige Kamera an die Hand nehmen oder mein Smartphone nehmen, weil das dann doch nochmal eine deutlich bessere Qualität bietet. Aber wie gesagt, so zum mal eben draufhalten reicht das auch dann aus mit 20 Megapixeln. Die Kamera lässt sich auch mit Wi-Fi bedienen, das heißt, du kannst sie über eine App dann fernsteuern. Es gibt also nicht nur diese Fernbedienung dazu, wo du Foto und Video starten und stoppen kannst. Nein, du kannst sie auch mit einer App bedienen, wo du dementsprechend essentielle Einstellungen vornehmen kannst, beziehungsweise starten und stoppen. Und du kannst, wie ich es vorhin gesagt habe, an der Seite auch eine Micro-SD-Karte einschieben. Bis zu 64 GB nimmt die Kamera auf. Das heißt, da hast du auch genug Spielraum. Bei 20 Megapixel-Fotos sind die jetzt nicht so groß. Da passen also einige tausend drauf. Und was ich da nett finde, ist, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird, geht sie in einen Ruhemodus und wird selbst gesperrt. Das heißt, du musst erst entsperren und hier rüberschieben, damit die Kamera wieder benutzt werden kann. Finde ich ganz witzig, weil gerade wenn du sie in der Hand hältst und möchtest quasi nicht versehentlich was aufnehmen, dann sperrt sie sich automatisch und das funktioniert natürlich nur, wenn du sie nicht benutzt. Während der Benutzung passiert das nicht, klar. Und apropos Zubehör, das Unterwassercase, wo die Kamera auch reingehört, hat hier vorne keine Möglichkeit, die Scheibe hier vorne zu wechseln. Das heißt, wenn die kaputt ist oder zerkratzt ist, ist es so, dann kannst du das komplette Case eigentlich nicht mehr verwenden, weil du dafür keinen Austausch hast. Das finde ich ein bisschen schade, da hätten sie ein bisschen mitdenken können, aber sonst passt das für mich und ich denke, das ist so solide verarbeitet, dass es ein paar Meter unter Wasser auf jeden Fall aushält. Wie gesagt, ich würde hier vorne ein bisschen aufpassen, weil ich habe auch das Gefühl, dass das sehr empfindlich für Kratzer ist, die Frontscheibe. Deshalb überleg dir gut, wo du und wann du es einsetzt. Das gleiche jetzt nochmal ohne Unterwassercase. Jetzt dürfte der Ton besser sein, aber hier könnten jetzt Windgeräusche drauf sein oder Umgebungsgeräusche von der angrenzenden Bundesstraße. Also das ist alles quasi mit drauf. Pepper sollte auch mit drauf sein, wie er hier gerade sich bewegt. Also ich glaube, der Ton ist jetzt besser, aber in der Qualität, also im Sinne von die Ortung, woher er kommt, das dürfte jetzt auch nicht so gut sein. Schwierig, glaube ich, mit dem Thema Ton. Also für Bilder und Video, denke ich, ist die Kamera gut geeignet, aber was den Ton angeht, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich hoffe, mein kleines Review war für dich ein bisschen hilfreich und ich hoffe, du konntest einen Eindruck von der Kamera gewinnen. Ich selbst würde sie auf jeden Fall im Urlaubs- und Freizeitbereich einsetzen. Ich sehe sie überhaupt nicht im Profisegment, aber der Preis soll natürlich auch jetzt keine Profis ansprechen, sondern gerade eben für alle, die in der Freizeit unterwegs sind und vielleicht überlegen, sich eine Actioncam zu kaufen, damit ansprechen. Und ich denke, das tun sie auf jeden Fall. Vor allen Dingen mit dem großzügigen Zubehör, wo du auf jeden Fall gut hinkommst, wo du nichts mehr nachkaufen musst. Denn das ist ja auch so das Thema, gerade bei anderen Systemen, wenn du dann noch dementsprechende Zubehörsachen zukaufen musst, wird es dann recht schnell teuer.
Und da bist du mit 100 Euro ungefähr für die Kamera mit dem ganzen Zubehör wirklich gut bedient. Und demzufolge finde ich es wirklich in Ordnung, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber schreibt immer bitte mal in die Kommentare, wie ihr die Kamera findet. Welchen Eindruck habt ihr davon? Würdet ihr sie euch kaufen für den Urlaub vielleicht? Oder sagt ihr, nein, komm, also wenn dann schon was Richtiges wie eine GoPro oder eine DJI. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hier, abonniert meinen Kanal. Und dann freue ich mich auf das nächste Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.